Ich fürchte, dass ich selbst etwas Nachhilfe darin bräuchte. Aber diesmal wirklich, wenn ihr das eure mit mir. Und dann kannst du gleich. Du wirst dich mehr über Haus Rossfield. Clive, falls du Paps da oben siehst, sag ihm, dass er alles richtig gemacht hat. Ihm sagen? Er wird in der ersten Reihe sitzen. Das Spektakel lässt er sich nicht entgehen. Mit, mach keinen Unfug. Mal sehen. Gav, du hast jetzt das Sagen. Da wird Taya aber nicht erfreut sein. Also komm zurück, bevor sie es erfährt. Danke, Jote. Und verzeih. Euer Gnaden, ich werde beten, dass ihr sicher zurückkehrt. Bete lieber dafür, dass er auch seine Medizin eingepackt hat. Schließlich habe ich nicht die ganze Nacht Kräuter gemahlen, damit seine Lordschaft sie am Bett liegen lässt. Schon wieder. Das habt ihr nicht, Lady Taya. Vielen Dank. Bring deinen Bruder in einem Stück zurück. Oder höchstens zwei. Sonst kann selbst ich nichts für ihn tun. Ich werde es versuchen. So, mir scheint, alles Sagenswerte wurde gesagt. Doch das hat mich noch nie abgehalten. Tut, was getan werden muss, ihr zwei. Und sorgt euch bitte nicht um uns. Wir werden unser Bestes geben. Versprochen. Können wir los? Noch nicht. Tja. Es ist soweit, nicht wahr? Leider ja. Pass gut auf ihn auf. Und du? Passt gut auf sie auf, mein Junge. Vergiss nicht, Clive. Du hast deinen Weg gewählt. Vertraue auf ihn. Ich tue es. Ich komme zurück. Versprochen. Ich liebe dich, Jill. Ich liebe dich auch. Thank you.
Los. Töten wir einen Gott. Also ist Ursprung. Nichts aus dieser Welt. Wo alles begann, wo alles beginnt, unsere Arche. Zu bedürfen. Irgendwann. Bis du nach langem erschienen bist. Und nun wird unser Werk vollendet. Was jetzt? Wir sind zu dritt und erst allein. Zeig mir sie. Erfahren.
uns allen dieses Ungemach erspart geblieben. Ich hatte befürchtet. Übrigens, du siehst furchtbar aus. Na, du aber auch. Ach, halb so wild. Und Dion? Nimm meine Hand. Mach dir um mich kein... Komm her. Danke.
Weiter. Weiter. Es tut mir leid wegen Dion. Nicht. Bitte. Er tat, was er tun musste. Nun tun wir es ihm nach. Geht's noch? Weil ich huste? Zum 100. Mal, Clive. Ich bin ja schon still. Dieses Licht. So kalt. So leer. Wir sind fast da, oder? Sieht so aus. Ich will gar nicht daran denken, was uns dort erwartet. Dann denk an alle, die zu Hause auf uns warten. Selbsterhaltung. Die ganze Welt hast du zum Tode verurteilt, damit du allein entkommen kannst. Allein. Er. Allein. Clive, ich verstehe es jetzt. Er. Gewesen. Du hast uns wohl gedient, Mythos. Und wir haben dir zu danken. Ihr habt beide euren Teil getan. Nun komm zu uns, Bruder. Joshua? Es liege an mir. Aber es war nicht meine Kraft, die geschwunden ist. Sie waren es. Sie wurden stärker. Ah!
Joshua! Nein! Endlich werden wir eins. Verschmelzung von den sengenden Flammen Ifrits und den heilenden Flammen des Phönix. Dies hielt ich bisher immer für Ultimas wahre Form. Aber ich lag falsch. Ich erkenne jetzt, warum du nie und nimmer zu seinem Leib wirst. Das ist jetzt egal. Nicht reden. Clive, hör mir zu. Denk an die Wandbilder. Die Menschen wussten einst, dass Ultima ihr Gott war. Dass er sie erschuf. Und sie verehrten ihn, beteten zu ihm. Erhofften sich Rat von ihm. Vergebens. Vergebens, ja. Er schenkte uns kein Gehör. Er kannte unseren Willen nicht an. Und so kamen wir von seinem Weg ab und schufen uns einen eigenen. Er war so in seine Begierden versunken. So getrieben vom eigenen Willen, dass er das Einzige nicht sah, das ihm wahre Macht eingebracht hätte. Glaube. Der Glaube, wie ihn alle in dich setzen. Der Glaube, dass du ihren Traum erfüllen wirst. Sitztraum von einer besseren Welt für uns alle. Der Glaube, dass du in Vaters Fußstapfen trittst, um all jenen in Not zu helfen. Dass du Jills Wunsch erhören wirst und dich selbst rettest. Der Unterschied ist, Clive, dass du zugehört hast. Und das hat unsere Bindung gestärkt. Bindungen, die dich standhaft bleiben ließen, als Ultimas Einfluss am stärksten war. Seine Macht ist vielleicht absolut. Aber unsere auch. So wie deine es sein wird. Mit meinem Licht in deinem Herzen kann uns nicht einmal ein Gott aufhalten. Joshua! Nein, tu es nicht, du! Genug, Clive. Für mich ist es zu spät. Wenn mich die Wunde nicht tötet, dann der Fluch. Sieh mich an, Joshua. Nein. Mach die Augen auf. Mach sie auf, verdammt. Wieso? Wieso hast du das getan? Joshua!
Joshua! Und so fügen sich die Teile zu einem Ganzen. Nun ist alles vorbereitet. Es bleibt nur noch eins. Den Leib zu leeren. Noch hier. Bei mir bis zum Ende. Selbst jetzt weigerst du dich, dich dem Schicksal zu ergeben. Das war einmal. Aber jetzt gehören wir nicht mehr dir.
Unsere Flammen brennen. Und sie brennen als eine. Offenbart hat, was du bist. Schwach. Wir sollten dir das Gegenteil beweisen. Doch dein Plan ging nicht auf. In uns hast du dich selbst gesehen. Und erkannt, dass wir mehr sein können, als du es jemals warst. Also hast du uns den Rücken gekehrt. Uns und der Welt, weil du ein Feigling bist. Du glaubst, du kennst uns. Du weißt nichts, Logos. Nichts. Thank you.
Sohn. Nein, es ist unser Altar, an dem ihr betet. Es sind unsere Augen, die auf euch herabblicken. Und doch erkennst du es nicht. Du bist nicht besser als wir. Wir sind ein und dieselben. Wir sind nicht gleich. Kein Mensch ist uns ebenbürtig. PlayStation.